gleich in den TV Berlin Nachrichten. Bye bye, Mr. Präsident. Einigung zwischen Rewe und Edeka und das Wetter. Es ist zwar etwas wärmer, aber es bleibt durchwachsen. Mehr zu den Aussichten auch fürs Wochenende am Schluss der Sendung. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 18. November. Auch die zweite Nacht in Berlin ist für den scheidenden US-Präsidenten Barack Obama ohne Zwischenfälle verlaufen. Vorkommnisse rund um das Hotel Adlon seien nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Die Berliner mussten sich am Freitag aber auf weitere große Verkehrsbehinderungen und Staus einstellen, wie dieses Zuschauervideo unter anderem von der S-Bahn zeigt. Doch nicht nur Obama, sondern auch vier weitere europäische Staats- und Regierungschefs wurden durch Teile der Innenstadt gefahren. Obama hatte sich am Freitagvormittag erneut mit der Kanzlerin getroffen im Kanzleramt, mit dabei der französische Staatspräsident Hollande, die britische Premierministerin May, der spanische Ministerpräsident Rajoy und sein italienischer Kollege Renzi. Gegen Mittag reiste Obama zum Pazifikgipfel nach Lima weiter. Hier ebenso ein Zuschauervideo von der Kolonne des Präsidenten auf dem Weg zum Flughafen. Auch wir sagen Bye-bye, Mr. Präsident. Im Tauziehen über die Aufteilung der Kaisers-Tengelmann-Filialen in Berlin haben sich die Einzelhandelsriesen Rewe und Edeka offenbar auch über den Kaufpreis geeinigt. Beide Parteien hätten sich am Freitag verbindlich darauf verständigt, bis zum 2. Dezember den Kaufvertrag unter Dach und Fach zu bringen, teilte die Rewe Group in Köln mit. Es seien in den vergangenen Tagen sehr große Fortschritte in den Verhandlungen erzielt worden, erklärte Rewe-Chef Alain Caparros. Weitere Details wurden nicht bekannt. Die Polizei sucht zwei Männer, die am U-Bahnhof Schlesisches Tor einen 24-Jährigen bewusstlos geschlagen und schwer verletzt haben. Sie veröffentlichten nun Fotos der Angreifer im Internet. Die Ermittler bitten Zeugen nun um Hinweise. Der Angriff ereignete sich bereits am 9. Mai 2015 gegen 7.40 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug einer der Angreifer den 24-Jährigen zunächst grundlos ins Gesicht. Der sackte daraufhin bewusstlos zu Boden. Der zweite Angreifer trat dem Opfer anschließend zweimal ins Gesicht. Der 24-Jährige erlitt dabei eine Schädelfraktur und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. In diesem Jahr werden keine mit Flüchtlingen belegten Turnhallen mehr frei. Neue Unterkünfte können noch nicht bezogen werden. Dies berichtet nun die Morgenpost und beruft sich dabei auf Sozialstaatssekretär Dirk Gerstle. Grund für die Verzögerung des eigentlich bis Jahresende angedachten Freizuges seien juristische Probleme im Vergabeverfahren. Mit diesem sucht die Sozialbehörde Betreiber für neu gebaute oder bereits fertiggestellte Flüchtlingsheime. Mitbewerber hat mehrfach Ausschreibungen erfolgreich angefochten. Derzeit sind noch knapp 3.300 Asylsuchende in 38 Turnhallen untergebracht. Mehr als 20 Hallen sind bereits leer. Nun will der Senat bis Ende des Monats ein neues Verfahren starten. Die Entscheidung zur Vergabe der Flüchtlingsunterkünfte an Betreiber könnten dann aber erst im Januar getroffen werden, so Gerstle. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat die Radverkehrspläne im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag begrüßt. Bei den weitreichenden Plänen seien viele Forderungen des ADFC Berlin aufgegriffen worden, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. So soll Radfahrern künftig ein Netz aus Radschnellwegen, Fahrradstraßen und 2 Meter breiten Radfahrstreifen an allen Hauptstraßen zur Verfügung stehen. Zugeparkte Radwege sollten laut Koalitionsvertrag konsequent kontrolliert und geräumt werden. Zudem soll es mehr und bessere Parkmöglichkeiten für Fahrräder geben, etwa indem Autoparkplätze umgewandelt werden. Die rot-rot-grüne Koalition hat verstanden, worum es geht. Sie setzt auf gute Radinfrastruktur und einen starken Umweltverbund, erklärte Eva Maria Scheel, Landesvorsitzende des ADFC. Wenn alle Akteure jetzt mitzögen, könne Berlin als nachhaltige, lebenswerte Stadt zum großen Vorbild werden. Denn auch die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg sind in der neuen Koalitionsvereinbarung wichtige Ziele für die kommenden Jahre angesprochen. Der Fokus auf Investitionen in die wachsende Stadt in Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung sei wichtig und richtig, urteilte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsink.
Was aber noch fehlt, ist eine klare Prioritätensetzung, damit die Investitionen solide finanziert werden und die notwendige Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden kann, sagte er. Die Schulden Berlins sind noch immer turmhoch und die Zinsen werden nicht ewig so niedrig bleiben. Trotz aller notwendigen Investitionen muss es deshalb stärker um den Abbau von Verbindlichkeiten gehen, um auch in Zukunft genügend Spielräume zu haben. Die AfD stuft den rot-rot-grünen Koalitionsvertrag in Berlin als bürgerfern, wirtschaftsfeindlich und unbezahlbar ein, sieht aber auch positive Ansätze. Den Plänen zur Schulsanierung oder zur Verbesserung der Lage an den Bürgerämtern werde sich seine Partei nicht verschließen, sagte der AfD-Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski am Freitag. Es sei nicht alles schlecht. Bei vernünftigen Vorschlägen werden wir uns nicht verschließen. Insgesamt sei das Regierungsprogramm allerdings nicht geeignet, die Stadt voranzubringen. Der geplante Neubau von 30.000 Wohnungen sei zu wenig, auch die geplante Zahl der Neueinstellungen bei der Polizei. Und bei der Wahl zur neuen Bezirkschefin von Lichtenberg ist die favorisierte Kandidatin Efrem Sommer von den Linken am Donnerstagabend zweimal durchgefallen. Unmittelbar zuvor waren Vorwürfe bekannt geworden, wonach sie ihren Lebenslauf geschönt und sich als Abgeordnete zu Unrecht als Hochschulabsolventin ausgegeben haben soll. Nach Information des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat die Historikerin erst in dieser Woche ihren Bachelorabschluss an der Humboldt-Uni erworben und nicht schon, wie von ihr angegeben, im Mai 2015. Sommer hätte mindestens die Unterstützung von Linken und Bündnis 90 Die Grünen in der BVV haben müssen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht lockert es in weiten Teilen auf und es bleibt trocken, bei Tiefstwerten um die 6 Grad. Pünktlich zum Wochenende lässt sich die Sonne wieder in der Hauptstadt blicken. Es bleibt den ganzen Tag über mäßig bewölkt, das Ganze bei Tageshöchstwerten um die 9 Grad. Und der Ausblick? Auch in den kommenden Tagen bleibt es freundlich bei uns, die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt durchweg gering und mit den Temperaturen geht es sogar nochmal nach oben. Am Sonntag erwarten uns maximal 9 Grad, am Montag bereits bis zu 12 Grad und am Dienstag 13 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis Montag.